Hallo Dopi, Hallo. mach mal hier Product Placement. Product Placement, Hashtag No Sponsoring. Hashtag Please Sponsor Me. Genau. Bitte, endlich. Jetzt ist Mittag. Was stand denn heute schon an? In der Früh habe ich hier dieses Mikrofon holen müssen. Weil wir Kummerkasten-Videos gemacht haben. Dann haben wir eben ein Meeting gehabt. Gab es was in dem Meeting, was die Leute wissen dürfen, erfahren können? Finanzielle Punkte, was wird wann wie marketingtechnisch gepostet, wie geht's mit Kummerkasten-Videos jetzt weiter? Genau, muss eigentlich sein. Ja. Heute war eigentlich wenig Großes auf der Agenda, wo man sagen, es war jetzt ein hartes Meeting oder so. Genau, im Anschluss haben wir dann aber der Mikko und ich zwei Videos gedreht. Einmal einen Kummerkasten-Eintrag und einmal der Aufruf eben für den Barbecue Cup. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist das Video schon gepostet worden. Finde ich halt richtig geil eigentlich. So spaßmäßig mal eine Sportart ausprobieren, das ist eigentlich cool. Habe ich eigentlich Bock öfter mal zu machen. Ich habe mir so ein bisschen Ideen gekommen. Ihr könnt gerne mal drunter posten, welche Sportarten ihr uns machen sehen wollt. So ein bisschen wie Joko und Klaas um die Welt, so eine Art. Dass man da irgendwie versucht, irgendwie so eine Sportart mit reinzubringen oder sowas. Wie dumm wir uns dann anstellen. Also, ich glaube, der Daniel wollte eh immer mal Football ausprobieren. Und ich glaube, der wäre verdammt gut auch. Der wird wahrscheinlich einfach über die Defense Line drüber springen dann. Einfach durch. So wie durch die Tür. Oh ja, die Haben Tür. Wir das Video noch? Wenn wir es finden, blenden wir es hier mal ein. Der hat mal hier, der hat eine Tür durchgerannt. Ja. War aber beabsichtigt, weil wir erweitert haben. Abrissbier mit Daniel Gleuel meldet sich zum Dienst. Und er hat davor Basic Tool genommen. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal meinen Affiliate-Link kaufen. Naja, aber das war, ja, das fände ich ziemlich cool. Also wenn ihr da mal so ein paar Ideen habt, dass wir vielleicht da uns mal ein bisschen zum Depp machen können, ein paar Sportarten ausprobieren können, hätte ich schon Bock eigentlich. Ja, genau. Und dann habe ich eben meinen Putzauftrag, Klos putzen, jetzt gerade eben noch fertig gemacht. Und jetzt muss ich auch gleich wieder raus, weil die erste Miss Regensburg Trainierende ist gerade da. Die hat anscheinend schon Erfahrung, die ist jetzt gerade reingekommen mit komplett Ausrüstung und sich gleich zurechtgefunden eigentlich. Also alles klar, muss ich gar nicht viel erklären, so eine Art. Und jetzt schauen wir mal, das ist ja jetzt im Prinzip nichts anderes als bei jedem anderen Kunden auch. Einfach Bestandsanalyse, was ist bei ihr, sie hat schon erwähnt, dass sie öfter mal Rückenprobleme hat, durch zu viel Studieren, und das werden wir jetzt gleich mal in Angriff nehmen. Ein Zufallswort des Tages. Ja, bitte. Gründer. Ha. Ich bin Mitgründer dieses wundervollen Fitnessstudios. Ich glaube, das reicht. Das ist schon geil genug. Und warum stehen Dunkin' Donuts auf deinem Tisch? Das weiß ich auch noch nicht. Interessiert mich aber sehr. Der Daniel weiß auch nicht von nichts? Nö. Okay. Das ist die auch gerade das erste Mal. Wer hat die dann da hingestellt? Ich habe keine Ahnung. Ist mir ziemlich egal, ob die stehen dann immer lange. Die sind da jetzt da und. Die sind gleich weg. Das. Alles, was auf Rupis Tisch steht und zu essen ist, steht da nicht lang. Genau. Läuft. Ja, wenn der wenn der Daniel schon gekommen ist, dann kann ich hier gleich. Was steht denn heute so an? Termine. Was denn für Termine? Ab 15 oder 16 Uhr. Eigentlich ganz lustig, zweimal eigentlich fast die gleiche. Grundübungen durchgehen, Trainingsplan, hauptsächlich Ganzkörper mit Grundübungen, also Squat, Bench, Deadlift, Überkopfdrücken und ein bisschen Isolation für Arme und Schulter. Und das Ganze zweimal hintereinander, weil die haben beide fast den identischen Leistungsstand. Das ist eigentlich ganz cool. Und da pushen wir jetzt dann die Grundübungen. Danach ist dann eigentlich schon wieder 18, 19 Uhr. Und dann heißt es schon wieder aufräumen, putzen. Und dann ist der Tag schon wieder gelaufen. Und was stand heute schon an? Meeting in der Früh, wie immer. Dann E-Mails und alles beantwortet. Geputzt,
haben wir jetzt gerade zusammen. Die Toiletten. Und ja, jetzt ist schon wieder Mittag. Und wie war dein Wellnesswochenende? Die wichtigste Frage eigentlich. Die wichtigste Frage. Erholsam. Das hoffe ich doch. Ja, auch wenn ich gerade am Freitag und Samstag, so in der kurzen Zeit fällt es irgendwo doch schwer abzuschalten. Man denkt an so vieles. Also man liegt zwar und entspannt, aber der Kopf rattert die ganze Zeit. Habe ich das gemacht? Was könnte ich noch machen? Was wollen wir noch machen? Dieses, jenes, ach, E-Mails, und dann checkst du doch deine E-Mails am Handy und dann beantwortest doch Instagram, Facebook, und das bleibt irgendwie nicht aus. Bis mich meine Frau schon geschimpft hat, tu mal dein Handy weg. So, ja. Hat sie ja recht irgendwo. Aber da hat sie ja gut, vor allem das zweimal ausschlafen und dann in Ruhe frühstücken, das war schon, ja, sehr erholsam, kann ich nur. Sehr schön. Empfehlen. War ein sehr schönes Hotel, doch, wirklich. Dann hast du jetzt Kraft, meine Zufallswort des Tages zu beantworten. Oh. Gründer. Gründer? Ja, wir alle vier hier von Power Fitness und Mixed Body Shop. Du bist das ja mehrfach schon Gründer. Mixed Body Shop bin ich nicht Gründer. Ja, stimmt, nicht Gründer. Ich bin Geschäftsführer, aber nicht Gründer. Mitinhaber, du bist dann später, ein bisschen später mit eingestiegen, aber ja. Ich war von Anfang an mit dabei, aber ich bin... Ja, stimmt, der Mick hat es ja alleine gemacht. Damals hatte ich keine Ahnung, was der überhaupt macht. Irgend so Pulververkaffer. Haben wir das jetzt irgendwie, was der den ganzen Tag treibt? Ja, nicht wirklich. Pulverdampler. Ja, aber wir sind Gründer, ja, und... Ist hart, aber cool. Also, das Ganze auch aufzuziehen, da erinnere ich mich an... Vor zwei Jahren haben wir mit dem Umbau angefangen eigentlich, ne? Knapp, ne? Nicht ganz, aber vor knapp zwei Jahren haben wir mit dem Umbau angefangen. Da sah das alles hier noch ein bisschen anders aus. Markus kann ja bestimmt dann, wenn ich so ein bisschen labe jetzt gerade, ein paar Bilder mit einblenden, wo ihr das alles nochmal ein bisschen seht, ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie es hier mal ausgesehen hat vor zwei Jahren. Ja, da sind wir froh, dass das vorüber ist. Genau. Haben abzunehmen, sondern es gibt auch einige Leute, die Probleme haben zuzunehmen. Und das ist ein wirklich genau auf der anderen Seite ein riesiges Problem, weil die Leute natürlich gesünder werden wollen mit mehr Muskulatur und es funktioniert nicht. Weil sie, ja. Deswegen, mein Trainingsplan-Termin hat sich gerade in ein Ernährungs- bzw. soll ich sagen, Life-Coaching umgeändert, weil wir jetzt eben versuchen herauszufinden, wo können wir den Tagesablauf Essen unterbringen, dass er zum A, Hunger hat genügend, um das zu essen da, und B, dass es halt einfach realistisch ist. Ich kann dir jetzt nicht hinschreiben, ist jetzt am Nachmittag, wenn du in der Uni bist, keine Ahnung, Thunfisch mit Zwiebeln oder sowas, weil dann sagen wir alle hier oben. Auch mit Knoblauch bitte. Mit Knoblauch auch noch. Und harzer Käse überbacken. Oh, am besten kommt. Scheiße. Das mache ich dir und bringst dann morgen mit. Dann kannst du das ganze Gym abreißen. Scheiße. Ja, aber das sind halt so Sachen, da muss man einfach irgendwo anhebeln können, ansetzen können, damit man eben so ein bisschen Struktur in den Alltag reinbekommt. Meistens ist es einfach so, wie du es jetzt gerade schon erzählt gehabt, er hat in der Früh eigentlich eine Routine, die er macht.
Und ganz oft ist es aber jetzt so, dass er einfach nur aufsteht und den Laptop aufklappt und gleich losarbeitet. Mhm. Ist halt einfach, da fehlt dann schon mal eine Mahlzeit. So. Ja. Ich weiß nicht, wie du es dann kompensierst, aber wahrscheinlich gar nicht. Nee. Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Und ich kenne ihn jetzt schon so lange, wir haben auch aus dem Fitnessstudio davor. Wir haben schon wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre oder so was? Mal einen Technik-Check gemacht. Die Technik und all das Training, das passt. Und er gibt sich da auch Mühe. Aber es kann halt nichts passieren, wenn er nicht genügend Baustoffe liefert. Ja. Das ist halt, da müssen wir halt jetzt mal ansetzen. Das ist der Hauptgrund, wo wir. Da müssen wir jetzt was finden, was du nicht nur jetzt motiviert durchziehen kannst, sondern was du auch in 2 Monaten noch in deinem Kopf hast und sagst, das kann ich immer noch machen. Ja. Okay, da müssen einfach Gewohnheiten geändert werden. Das Und dann, was dabei eben hilft, ist an Gewohnheiten anzuknüpfen. Das heißt, wenn du eben, ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du eine Morgenroutine hast, dann kann man eben andere Sachen mit anknüpfen. Ja. Erzähl doch mal noch. Also, Frühstück fällt teilweise flach, wenn du aus deiner Routine rausfällst. Ja, oder auch wenn ich irgendwas anderes im Kopf habe. Also wenn ich irgendwie schlecht schlafen konnte, weil ich mir dachte, da und da ist irgendwie ein Problem, dann ist mir das Essen quasi einfach egal. Also, dann mache ich gleich was anderes und das bringt natürlich dann gar nichts. Ja, und dann total unterschiedlich. Also dann entweder halt an die Uni oder man trifft sich halt mal mit einem Freund oder so. Aber dann meistens habe ich schon wieder schlechtes Gewissen und mache sofort wieder arbeitmäßig weiter oder ich komme auch gar nicht voran, dann, weil irgendwie 5 Sachen anstehen und ich gar keinen richtigen Fokus finde oder so. Und dann fällt so, manchmal track ich auch mein Essen, aber so unregelmäßig, ich glaube 4-mal im Monat oder so. Dann will ich immer wieder anknüpfen und dann verkacke ich immer wieder voll. Ja. Also Tracking ist schon oft probiert worden, aber es ist nicht. Das ist halt das, was man oft sagt. So manchmal muss man halt ein realistisches Ziel setzen, wenn du halt gleich Vollgas ins Tracking reingehst und alles aufs Gramm genau abwiegst und sowas. Ganz oft ist das einfach zu viel Aufwand und dann sagst du irgendwann, okay, jetzt hast du es 2 Tage nicht gemacht, jetzt scheiß drauf, geh doch so. Ja. Dann kommst du in diesen Strudel rein. Da muss man halt irgendwo ansetzen, ist das Tracking vielleicht bei dir überhaupt das Richtige? Hast du vielleicht, und das ist ja bei dir im Aufbau sowieso ein bisschen entspannter, wäre es nicht vielleicht sogar besser, wenn du dir einfach sagst, du machst feste Mahlzeiten, wo du sicher weißt, das und das wirst du da und da essen. Und dann weißt du ja ungefähr kalorientechnisch, was das sein wird. Ja. Und dann kannst du das ja durchhalten. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal so einen Beispieltag durchgehen und dann haben wir uns einfach mal, schauen wir mal, wo die Probleme sind. Ja. Also Frühstück, 11 Uhr. Gelobt bist du worden. Ja. Warum? Weil ich Fortschritte mache in meiner Flexibilität. Ja, nachdem die jetzt alle ausgelacht haben. Ja, es muss. Jeden Tag eine Stunde dehnen, aber es hilft. Es wird. Ich bin noch weit weg von normal, aber. Aber man sieht schon. Schon viel besser. Gott sei Dank. Ja. Okay, fällt manchmal weg. Okay. So, wann isst du das nächste Mal? 21 Uhr abends. Holy shit. Also auch gut ab, dass du den restlichen Tag funktionierst. Das ist nicht schlecht. Also es fehlen ungefähr 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Trotzdem würde ich jetzt nicht da dran gehen und das komplette Ding umschmeißen, weil es ist, wie schon gesagt, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wir haben jetzt Folgendes gemacht, wir haben sein Frühstück analysiert, es war, hat sich beschränkt auf Haferflocken, Milch und es war halt alles. Und man kann halt jetzt so, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, an eine bestehende Sache schon ranknüpfen, einfach das Hafer, also dieses Frühstück pimpen, indem man halt Müsli nimmt, jetzt da schon mal hoch mit den Kalorien, Kaba mit reinschmeißt, eventuell noch Kellogg's drauf. Und dann halt noch dazu hat er immer einen Liter Wasser ungefähr genommen. Man den halt in irgendeiner Art und Weise, muss jetzt nicht ein ganzer Liter sein, aber mit Orangensaft nochmal aufpimpen. Dann kriegt man schon ein bisschen mehr Kalorien unter. Also, und abends halt dann, du musst die halt vielleicht auch ein bisschen rausnehmen, dass du halt dann auch mal selber was.